Eine Düse, etwas Plastik, Schicht um Schicht, ruckzuck ist das Wunschobjekt gedruckt. In der Berliner Hightech-Werkstatt FabLab wollen wir wissen, was die kleinen Desktop-Drucker alles können und wofür sie sich überhaupt eignen. Einerseits ist es spannend, weil man Sachen reparieren könnte. Und andererseits kann man damit relativ schnell Dinge ausprobieren und Projekte verwirklichen, wenn man eigene Ideen hat. Kleine Spielfiguren, Becher, Vasen oder eben eine Halterung für eine Seifenschale. Ersatzteile gibt es hierfür nicht mehr, also drucken wir nach. Im Test der Replikator 2 von MakerBot für 1.900 Euro, der i3 Berlin von Laydrop für 1.800 Euro und der Neo von German RepRap für 650 Euro. Alle Modelle drucken mit sogenannten Kunststofffilamenten wie ABS oder PLA. Durch Beimischungen können die Objekte holzartig, flexibel oder auch leitend werden. ABS ist ein stabileres Material. Das heißt, also Unternehmen wie zum Beispiel Lego benutzen ABS, um ihre Bauteile anzufertigen. PLA ist nicht so stabil wie ABS, dafür aber einfacher zu verarbeiten. Im Druckbereich unterscheiden sich die drei Drucker kaum. Doch vor dem Druck steht die Konstruktion. Mit 123 Design bastelt Murat die Vorlage für unsere Seifenschalenhalterung. Die Software ist kostenlos und gut geeignet für Einsteiger. Aber auch mit anderen Softwareprodukten gelingt es gut, eigene Vorlagen zu erstellen. Es gibt Design-Software, die wirklich sehr frei ist und mit der man wirklich formt, als wäre man Skulpteur. Es gibt andere Software, die man im Maschinenbau benutzt. Da sind ganz klar Parameter gegeben. Es gibt Software, die man programmieren muss. Für technisch weniger Versierte gibt es auch zahlreiche kostenlose Vorlagen, zum Beispiel auf Thingiverse. Ergebnis des Tests: Alle drei Resultate haben eine gute Auflösung und sind voll funktionsfähig. Einen Designpreis wird man damit aber sicher nicht gewinnen. Für das kleine, ca. 2 cm große Ersatzteil benötigen die Drucker zwischen einer halben und einer Stunde. Dauert halt länger, aber man muss halt auch darauf verweisen, dass das halt wahnsinnig günstig auch ist. Es sind halt ein paar Cent, die man da gedruckt hat, wenn man sich so eine Kilospule kauft, die 30 Euro kostet und dann im Prinzip so ein kleines Volumen damit druckt, dann geht da halt nicht viel drauf. Fazit: Die kleinen 3D-Drucker werden zwar erschwinglicher und einfacher bedienbar, sind aber sicher immer noch eher etwas für Tüftler und Bastler.